Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Borderlands, wieder zusammen mit Peter Pond. Viel Spaß! Ja, da sind wir wieder. Man sollte übrigens nicht AFK rumstehen mitten in einem Mob-Spawn-Gebiet. Dann wird man nämlich eventuell getötet. Ach, nee, Quatsch. Ja, wir waren dabei, zu Z zurückzulaufen. Das war aber bestimmt ein Magen gerade. Ich hab mir den irgendwie verstimmt. So, dann zeige ich mal her, was Zeugnis. Ning. Was sagt man dazu? Du hast 9 Toss gekillt. Du solltest mir einen Drink besorgen, damit wir das feiern können. Sieh hier auf dem schwarzen Brett nach, ob sonst noch einer einen Job für dich hat. Nee, 9 Toss. 9 Toss, ja. Ich hab mich komisch angehört. Ich habe verfügen über spezielle Fähigkeiten. Okay. Hey, bist du der Typ, der alles umnietet, wenn man nett bitte sagt? Das Catch a Ride bei Firestone ist noch ramponierter als der Body meiner Mutter. Wäre schön, wenn du dich drum kümmern könntest. Um das System, nicht um meine Mutter. Geht um Skagness, du verstehst schon. Was? Das gefällt dir nicht? Oh! Gut, danke. So, ja, wieder 5 Jahre nachladen und wieder neben den Kopf schießen und. Wieder neben den Kopf schießen, jetzt reicht's. Och, ist doch nicht ehrlich gemeint hier. Mann, ich muss gerade nachladen. Oh, noch so ein Heini. Ja, hat doch gesagt, die Skeks machen deine Auto. Was soll denn das? Volltreffer! Geht doch. Geht doch! Go vorwärts, töte ihn! was für eine Pistole, Wahnsinn! Wo läufst du hin? Zu GK Bar, oder zu... Ach, wir gehen erstmal zur Catch a Ride Station. Ja, die haben wir hier direkt vor der Nase. Yay! Okay, und dann zu Tickelbacher. Weil wir sind irgendwie noch nicht Level 10. Ja, oder wir nennen das eine Herausforderung, ne? Wenn wir so einen Schaden machen an den. Wie schmeckt dir das? Hey, naja, dich hab ich gesucht. Okay. Gut. Wieder zurück in das andere Gebiet war das ja. Warte mal, Map. Ja. Da wo wir gerade eigentlich herkamen. Okay. Nachdem wir AFK gestorben sind, natürlich. Ja, Vogel, Tete. Bravo. Ja, wo? Ach da. Oh Mann, die Waffe braucht überhaupt nicht lange zum Nachladen. Das ist nichts gegen meinen Sniper. Ja, ich weiß nicht, ich habe da so eine 4 Sekunden Ladeanimation. Und bei dir so? Und so viel habe ich zwischen jedem Schuss. Aha, das ist schön. Na gut, du bist Sniper, sonst wärst du halt ein bisschen overpowered, ne? Autosniper bitte, danke. Ah, was gibt's? Das nennt sich Pistole. Mit Zoom. Macht aber irgendwie nicht so viel Schaden. Hab ich gehört. Ja. Was Schönes. Ein Feuerresistenzschild. Ah, danke. Upgrade. Wie viel kostet das für Sniper? 600. Oh, nehme ich erstmal mit. Oh. Ich finde nur 2 Datentreiber ins Gag Gully, da wo wir da sind, gibt es noch eine Quest. Nehmen wir die mal an.
Machen wir. Wie viel kostet das nächste Upgrade? Okay, gibt's hier gar nicht. Na gut. Welches Upgrade dann? Na, ich habe mir ein bisschen mehr Sniper-Money gekauft, weil, ja. 48 Schuss sind halt wirklich nicht gerade viel irgendwie. Ah, okay. Alles klar. Cool. Hab ich jetzt auch mal gemacht. Also natürlich nicht für Sniper, ne? Ich hab mal wieder ein paar Viecher hochgeholt. Ja, das ist schön. Ich werde dieses Mal wenigstens meinen Tarotan werfen, ne? Ja, yep. Kannst du. Ja, yep, viel Spaß. Ba-ba-ba-bam. Das hat wehgetan. Fertig, Bloodwing. Na, go, Bloodwing. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Okay. Gut. Wo müssen wir hin? Irgendwo hier war das. Zumindest laut Map. Sicher. Oh, ein Schnuppel. Oh. Prozent wow, mit 6 Kugeln. Würde ich mal sagen, hast du eine neue Waffe, ne? Ja, frisst die Granate. Du Skack. Oh. Er ist ja durch. Komischer Typ. Oh. Erwischt! Munition, ah, sehr schön. War komisch, dass man irgendwie Combat Rifle Munition in einem 18er Magazin kriegt, aber. Ah ja, macht nix. Ist wahrscheinlich prozentual auf deine Maximum. Nö, ist doch immer 18. Was ich auch aufsammeln zum Dorf, ist ebenfalls 18 sein. Größer und böser! Skillpunkt. Brauchst du eine Shotgun? Nein. Okay. Ich hab eine Sniper-Pistole, das muss reichen. Alles klar. Da unten ist noch ein Skack-Welpe, dem ich gerade in die Fresse geschossen habe, was ihn aber nicht interessiert hat. Bisher können wir ja auch noch zwei machen. Das ist halt so aktiv. Und da, ja. Yay, jetzt werden schon zweimal Geld gedroppt. Durch deinen coolen Vogel oder was? Mach dein Bild auf. Ja. Das ist zu weit geflogen. Danke. Vorhin lassen wir uns euer Skat. Piep, 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 piep. Na gut, der Typ war jetzt Scar. Wie bei König der Löwen. Sind wieder bei König der Löwen. Scar war nämlich kein Löwe, sondern ein Skag, der sich ein Löwenkostüm übergezogen hat. Ja, bevor er dann von Herkules getötet wurde, der ihn dann als Pelz trug. Ja. In dem Film. Weißt du das nicht mehr? Doch, doch, mit Roxy Dwayne Johnson. Treffer. Ich glaube, jetzt sind sie böse. Ja, ich bin gar nicht dran. Hat doch funktioniert. Das war's ja schon. Ja. Guck mal, der leuchtet was. Der leuchtet irgendwas. Los, Vogel. Und was? Und? Hat's jetzt fertig geleuchtet? Ja, keine Ahnung, da hat irgendjemand so ein Limbo gehabt oder so. Das hat sich komisch angehört. Ist ein großer Hund mit irgendwas im Kopf. Sieht ja aus wie ein kleiner süßer Wolfshund. Hast du den angelockt? Nein. Okay, cool. Ähm.
Okay. Was war denn das? Ich hab grad 3 Granaten aufgeschmissen. Ich glaub, du hast ihn damit vorbei auch noch. Oh Gott, ich muss nachladen. Oh Gott, ich muss nachladen. Bitte erschieß mich, bitte. Ein Schuss hab ich noch. Okay. Ich hab TK, Spine. Oh, ein super krasses SMG. Ja, ich glaube, jetzt kann TK mit seinem Bein wieder von Takeimi Sitten zu Takeimi Roland wechseln. Du bist so funny. Hm, danke, danke, danke. Es ist, schreibt mir die mal vorher auf. Brennende Hunde. Jo. Und eine Weaponkiste. Hier gibt's ein Leckerchen. Was ist das für ein Stiefel? Ein schlechteres als deins, oder was? Ja. Glückwunsch. Die auch. Oder so. Warte mal, haben wir jetzt hier alles oder? Ne, ich glaube ein so ein die andere Quest. Wie siehst du, ich brauche nur die Anfangsbuchstaben sagen. Die Klingendumsamen und der zweite Datenschreiber. Wo ist der zweite Datenschreiber? Okay, vorbeigelaufen oder? Irgendwo da. Okay, das ist die näher. Die Klingendumsamen waren rechts. Na ja, gut, dann machen wir die wohl zuerst. Der ist irgendwie Level 9. Bisschen, ja. Oh, da ist da noch irgendwo was. Ich hab irgendwie so viel Leben, Mensch. Yay. Jetzt brauche ich keinen Arzt mehr. Level 9. Der auch? Was zur Hölle, Mann? Oh, nein. Irgendwie blöd, was ich eine riesige Schadensreduktion bekommen, die nur Level 100 und sowas rein. Richtig übel. Ich muss nachladen. Geht das schnell oder langsam? Langsam. Oh Gott, ich bin voll was. Einfach los. Oh Gott, Granaten. Lass den mal da stehen, bitte. Jo. Alter, noch was, noch was? Oh mein Gott, noch was. Oh Gott, noch einer. Vermehren die sich zwischendurch oder müssen wir die Nester irgendwie zerstören? Okay, ich brauch Pistolen. Ja, geht mir gerade irgendwie auch nicht sehr viel anders. Weil ich habe auch wirklich alle durchgeschossen. Oh. 21. Wäre auch besser als meine, aber. Ja, nimm, weil ich verbrenne die halt mit meiner. Ich wechsle ja auch noch nicht. Stimmt. Okay, dann nehme ich mal die her. Gut. Ja, dann heißt es, wir sollten ein Blümchen einsammeln. Medikit. Ja. Ah, Medikit war noch eins? Ne. Hab ich gerade gefressen. Ah, das war das. Weil ich auch gerade so wenig Life hatte wie du. Ah, stimmt. Das ist recht. Dann nehme ich mir mal das hier. Versagt. Okay. Ja. Level 9. Da hinten Level auch 8. Dieses große Ding, ja. Okay. Hm. Sag mal, Pokéball, flieg! Oder auch nicht. Granate, nimm mal einer, bitte. Mach deine Schnauze auf.
muss dich jetzt aufladen. Wir kommen hier hoch. Ja, vorher sagen, dass du nachladen musst. Oh Gott! Alter, was geht denn mit dem Schaden? Oh, da ist ja noch einer. Ich lade gerade nach. Alter. Mensch, das okay, war doch... Ausschau. Das war doch herrlich. Da okay, Vogel findet nichts. Irgendwo. Ja, da, vor dir, das Rote. Vor mir das da, Rote, vor da, mir das da, Rote, vor da, mir... Da. Alles klar. Aber bei mir leuchtet das nicht so schön. Bei mir auch nicht, aber die sind halt rot. Oh, okay, okay. Go, Vogel. Da oben ist was, siehst du das, Vogel? Greif's an. Geht doch. Ah, kommt das schon hier runter? Ja, okay. Gut. Ein ausgewachsener Stack. Olaf, der Red. Ah, da ist er. Okay. Der oh Mann. Hm. Wo ist eigentlich der Hundeflüsterer, wenn man ihn mal braucht? Oh, der Wert. Jetzt droppt der 3 Gegenstände. Also jetzt pro Gegner, wo du den Vogel drauf schickst, oder? Ja. Ja, okay. Das ist natürlich nicht schlecht, ja. Ja, vor allem Muni und so, ist halt schön. Oh. Hallo? Und? Oh! Oh, das war ganz knapp. Ja, vor allen Dingen wie ja, jeder Hund hier mit dem Springen, dann kommt der Schild runter ziehen, ne? Und dann beim zweiten Mal anfängt nach eben. Oh mein Gott! Schreib's! Uiuiui, ey, guck mal meine HP an. Ich hab 1. Oh. Da steht nur 1 bei mir. Oh mein Gott, das war's. Okay, das ist. Oder er droppt halt dreimal Geld, ne? Mhm. Alter! Einfach Luft. Ja? Stehst du jetzt auf? So muss das. Es wird schon besser. Überaus zufriedenstellend. Ui, ach so, viel Level 10. Mit 4-mal Waffenzoom. Ja, da hat der Sniper wohl seine Pistole gefunden, ne? Mhm. Hab ich auch noch ein Medipack? Oh, eine Mühle oder nee. So. Ja. Na hier. Junge. Oh ja, oh, das gefällt mir. Oh mein Gott. Geht auf die Tower, geht auf die Tower. Oh mein Gott, mich auch. Vielleicht hättest du auf den anderen schießen können, nicht auf meine, die ich gerade töten wollte. Ja, ich habe auf beide geschossen. Ich kann von da aus noch nicht zielen mit meiner Pistole. Nee, der andere hatte noch voll das Leben hinterher, der dann auf dich gelaufen ist. Komm schon, was ist los mit dir? Steh auf! Alter. Mein Medikit. Wieso sind die eigentlich Level 9, wenn die Quest jetzt gerade fresh ist? Ich weiß es nicht. Okay. Keine Ahnung, Mann. Braucht jemand ein Medikit? Ja, ich.
Vielleicht hast du ja aus Versehen irgendwie auf super schwer gestellt oder was? Das kann sein. Naja, wenigstens auf, ein bisschen herausfordernd. Auf ultra schwer. Oh cool, endlich mal ein Granatenwasser. Oh, danke. Du hast doch schon einen. Echt? Ja, hast du vorhin bei der Quest bekommen. Ach so. Ich dachte, man kriegt nur Granaten. Okay, alles klar. Na, ist egal. Haha. Oh Gott, ein großer Hund! Der will mich ablecken! Warte mal, hier, Tarot, go. Oh, verdammt. Haben wir keinen Tarot? Nein? Nein? Oh mein Gott. Ich konnte nicht mehr weglaufen. Schaffst du es? Nein, nö, ich mach den irgendwie nicht genügend Schaden. Oh mein Gott! Das ist ein Badass. Komm, 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 komm. Oh, oh yeah, das war ganz reißen. Ja, das war ja. Na denn. Schön. So, hier, Teabaggen. Medikit. So. Hier ist nochmal Blume. In deinem Namen, Master. Na. Ups. Ja, dann beides auf jeden Fall. Ja, das ist eigentlich völlig egal gerade, Mann. Oh, sieht aus wie eine Shotgun. Oh ne, ist ein Assault Rifle, ja, für dich. Assault Rifle, ja, und das macht auch angenehm mehr Schaden dann für Level 10. Leben die wieder? Nein. So, Combat Rifle, das ist gut. Leben die? Nein, gut. Ach ja, der andere Datenschreiber noch und dann. War's das erstmal hier, hier für das Gebiet? Ja. Ja. Oh, hallo. Vogel. Da. Running Simulator Teil 3. Achso, die sind da. Meine Güte, was das für ein kleiner Unterschied ist, ja, zwischen Level 10 maximal 7 und jetzt Level 4. Ja. Hier liegt ein Medikit. Oh, nett. Auch eine Schrottwaffe. Wie kommt man da hin? Ich glaube da lang. Ja, weil hier sind wir doch so in ein Haus reingegangen. Oder ja, aber wenn wir hier oben gehen, dann kommen wir da hoch. Ach, da! Da riecht der Fuchs! Stirb, Skak! Medikit sind. Ich kann mir die Rübe mal ausleihen, wenn der Kampf vorbei ist. Ich bin sicher, wenn er sich nicht mal mehr den verliert. Man kann ja nie wissen. Braucht jemand ein Medikit? Oh. Stirb. Oh, ein paar Vögel. Wie gefällt man aus Tierchen, hä? Ja genau, schick dir einen Vogel los, um ein paar andere Vögel zu töten. Das ist gut. Na, jetzt einfach reinhalten. Hey, wo ist der hin? Ach, da. Da. Puff. So. Oh, wir sind eins zu hoch gelaufen, sehe ich gerade. Ach, da hinten. Da, wo die kleine andere Ansammlung an. Ja. Grüßen, kleinen Haustierchen. Schnitzeln! Was?
Achso, klar, ich habe hier die Pistole und plus 100% Magie Damage. Wie schmeckt dir das? Hier ist eine Pistole mit 18 Damage. Ja, ich hab die vor. Ich mal machen, das ist besser. Kann ja mal gucken, aber. Das Ding, was ich habe, ist besser. Okay. Und Munition, ach, schön. Ah, hier liegt es doch. Ein Schnippere. Ein Banditendatenschreiber, naja. Schlechter. Oh, noch ein Schnippere. Noch schlechter. Okay, dann. War's das? Ja, ja. Joa, ich hab den Datenschreiber gerade aufgenommen. Also. Ja. Dann haben wir jetzt noch Bonehead der Dieb. Nein, ihn töten. Okay. Batsch. Okay, das hilft. Wenn ich lieb mit ihm reden oder so? Ne? Nee. Mal wirklich gleich töten? Achso, das ist wieder in dem anderen Gebiet. Okay, ja. Dann können wir die Quest abgeben und dann. Genau. Ja. Okay. Kann aber noch nicht mehr upgraden. Ja, sicherlich, weil es das erste Gebiet ist. Ja. Aber ich. Black is beautiful. Ja, ziemlich black, ne? Mhm. Oh Gott, Level 1 Gemüse, Level 2 Gemüse. Okay, weiterlaufen. Achso, TKBH erstmal die zwei Quests abgeben. Weil diese, ja, die andere Quest ist für Level 10 und. Ja, dann mach mal hier den Guide an oder so. Wir müssen einfach nur geradeaus laufen. Okay. TKBH. Hey, warum kommst du nicht her und wir plaudern eine Runde? Das ist immer schön gesagt. So ein Schnippere. Und, na, achso, genau, diese Shotgun da, diese Wave. Wave Shotgun, ja. Ich habe gehört, mein Vogel droppt zu wenig. Die Wave Shotgun gibt es dann auch nochmal im zweiten Teil als Easter Egg. Ja? Ja, aber dann müssen wir dann zum Schluss dann. Oh mein Gott, wie viel da gerade raus explodiert ist, ey. Ja, gut. Ja, ist doch gut. So, jeder mit Munition eindecken. Okay, ja. Wollen wir die andere Quest noch abgeben? Vielleicht sind wir dann Level 10, dann ist das ein bisschen einfacher. Ja, machen wir das. Welche ist dann noch offen überhaupt? Die. Achso, die. Ja, alles klar, ich meine Datenschreiber, ja. Ja, gucken wir mal. Weil so auch noch ein bisschen Schrott zu verkaufen. Das müssen wir dann auch noch weg. Aber weitermachen. Stimmt, ja. Und. Oh, ein neues Schild bekommen, siehst du. War wohl nicht Level 10, aber egal. Ein schönes Schild. So. Also, schon mal ein bisschen besser als das andere auf jeden Fall. Ja. Ein bisschen. So, mehr als das damit. Was willst du? Ich halte die medizinischen Geräte am Laufen. Mehr oder weniger. Ich werde nichts sagen, aber ich möchte keine Shotgun. Ich glaube, hier ist ein Zwerg hinter uns. War. Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Leib ist TKS Wave, behalte ich die? Nein. Ich würde das bezweifeln. Außer du möchtest irgendwie unbedingt auf. Ja. Rotflinten spielen. Als Sniper. Nein. Du hast, was du brauchst, also. Jetzt haben wir nur noch Bonehead, oder was? Ja. Ja, trotzdem nicht Level. Naja, gut. Naja, Level 9, Level 10 ist jetzt nicht so schlimm. Und da fehlt ja auch nicht viel. Stimmt.
Vielleicht werden wir sogar noch Level 10, bis wir da sind. ja, weil wir eigentlich jetzt nur rechts hier rein müssen. Upsala. Da wo die komischen Banditen hier. Ui! Da ist auch noch einer. Dem hast du aber. Ja, da hab ich keinen Kopf weggeschossen. Bisschen umgeworfen. Aber cool, guck mal, das Loot ist hier an Felsen geschwitzt. Ne, man kann hier nicht nachts zerteilen, schade. Ne, sind hier nicht bei The Forest. Ja, aber wie soll man nicht sagen, dass die Knochenrüstung herstellen, ne? Ja. Okay, da ist Bonehead. Das ist für Tiere Bonehead. Pokéball! Aua! Der macht aber Schaden, der Böse. Wir schießen in den Kopf. In den Kopf, in den Kopf, in den Kopf! Noch ein Hit, ist er tot. Außer ich schieße jetzt daneben. Und du hast dich entschieden, du brennst daneben schießen. Brennen da im Kopf. Boah, ich hab keinen Schwert! Auf der Vogel, los! Ist dein Zwerg getötet? Oh mein Gott. Ja, ich hab deinen Zwerg getötet. Mit dem Vogel. Jetzt hat's aber für Level 10 gereicht. Und eine Waffenkiste! Nein, eine Geldkiste. Nein, eine Geldkiste. Noch mehr Geldkisten. Die haben uns ja hier völlig verarscht. Auf jeden Fall. Echt Schweine. Wir laufen einfach vorbei. Okay. Was? Wieso kriegt man davon keinen Schaden, Mann? Ja, du hast es doch vorhin schon versucht und es hat nicht geklappt. Keine Ahnung, mitnehmen. Bone Shredder. Hört sich aber ganz schön gefährlich an. Stimmt. Ein Skillpunkt. Zack. Oh, was machst du da oben? Rumlaufen, vielleicht sind sie noch Kisten. Da was? Ja, eine Kiste. Mit Scheiße dran bestimmt. Ja, Scheiße. Und hier auch nichts. Oh, Fachluft. Gut. Bist du jetzt runtergefallen? Nein. Tu nur so, weißt du, deswegen laufe ich einmal rum, weil ich nicht da runtergefallen bin. Kannst gleich rauslaufen vorne. Juhu! Wir sind irgendwie zu Tückebacher wieder. Ah, gut, dann bin ich ja zum Sand hinterher gelaufen, das ist aber schön. Ja. Oder? Ne, hier, genau, zu der Catch-A-Ride-Station war das. Ah, Catch-A-Ride, okay. Ah, oh, hier ist schon wieder so ein komischer Zwerg. Hau ab. Los geht's! Okay, wir gehen hier in einen wunderschönen rosa Wagen. Aber ich möchte pink. Es gibt kein pink. Das da ist ein echtes Schätzchen, Mann. Meine Karren sind nicht die schönsten, aber sie bringen's, wenn du sie brauchst. Und benutz mal den Boost, dann weißt du, wieso jeder ein Gefährt von Scooter will, Mann. Scooter? Scooter. Ja, wir haben ein schönes Auto, Scooter. Oh Mann, bist du gerade in einem von meinen Karren über die Pisswash-Galli gejumpt? Mann, ey, sag Bescheid, wenn du sowas machst. Das war voll abgefahren. Man darf nicht einfach so leise überfahren. Die irgendwas spuckt auf unser Auto. Okay. Ja. So. Willst du da hochgucken, ob da was ist? Oh.
Ich fahr nicht nochmal mit dem Auto da hoch. Da oben? Ui. Ja, da war eine Kiste auf jeden Fall. Irgendeine. Ja, eine Munitionskiste ist hier oben, ja. Okay, komm wieder her. Ich hab was für dich. Er hat was für uns. Alter, hier war nur 30 Zone. Alter. Das Schild habe ich nicht gesehen. Ja, weil du zu schnell gefahren bist, dann ist es nicht lesen. In der Nähe der Kreuzung auf dem Weg zur Mine findest du einen gewissen Chef. Slash hat seine ganze Familie getötet und ein Zelt daraus gemacht. Jetzt können wir drei Waffen ausrüsten. Echt hart. Dieser Chef. Wenn ich immer drei Waffen hätte. Ich hab doch noch einen. Hm, sei froh. Und ich wechsle jetzt mal die Pistole aus und einen Brunnenschredder. So, okay. Anders. Dieser Mann, Sledge, hat etwas, das wir brauchen. Du musst es dir holen. Sledge ist ein übler Typ. Er hat die Bewohner ganz von Firestone schrecklich misshandelt. Ja, stimmt eigentlich. Wir haben ja hier bisher nur nette Menschen getroffen. Also, das ist ja auch mal üble Menschen hier, Game. Umfahren. Steigen wir mal aus. So. Was hast du denn Schönes? Drei Quests. Alles hier. Mach's gut. 10. Tschüss. Ja, hey, was soll das? Mach's gut, sie können laufen. Ah, okay, 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 ich komm noch schon. Niemals. Mit dir fahr ich nicht mit. So. Hat er keinen Rücken drauf. Wir müssen ja noch gleich ein paar Skeks überfahren. Ja, was war? Da überfahren. Oh. 6 oder 10, ich hab's nicht gelesen. Oder? Noch nicht. Oh mein Gott. Du das da? Fahr einfach weg. Ich fahr mal kurz weg. Da, vielleicht müssen wir auch keine überfahren, wir können ja hier diese komische Turbine aktivieren. Wo ist das? Irgendwas leuchtet doch hier vorne. Oh, eigentlich hier. Ja, der ist nicht. Überfahren. Der da? Nein, der war's. Ich geh mal raus. Okay. Oh mein Gott. Ich glaube, die Feuerprinzessin sind noch hier. Aber ist das? Oh mein Gott! Ja. Die ist da hinten irgendwo. Was schießt mich denn hier immer noch? Vorsehen. Da kommt ein brennender Psycho. Ja, dann brenne zurück. War sag, dass du dich brennend für ihn interessierst. Was ist denn brennend? Ach, leck mich. Jetzt muss ich nachladen. Ja, ja, ich muss mal zur Hilfe. Da hat das Auto explodiert. Oh, da hinten ist er, Der, der ganz viel Life verliert, wenn ich ihm im Kopf schieße. Ja, und so ein Anabolika-Johnny ist hier. Ja, auch irgendwie so. Mann! Was hat der denn für Probleme? Was zur Hölle, Mann? Der Wunder nicht.
waren jetzt gerade ungefähr 30 Headshots bei dem dicken Typen, aber irgendwie. Oh, wieso kann ich hier nicht stehen hier? So gut. So, deswegen mach's halt so wie ich, dass man hier auf den Rand ist. Dann einfach. Ich nehme eine Pistole. Oh, du dummer Hund! Oh mein Gott, Badass Gag! Ja, ich sehe es auch gerade, dass sie hier irgendwie sind. Ich brauche eine andere Waffe. Oh Gott. Warum sind hier so wenige Gegner eigentlich? Das kommt nicht normal. Ja. Oh mein Gott, Granate vor dem. Der hat eine Granate vor. Zu spät. Ich fallen gelassen. Was? Meine. Noch ein Skill? Oh Gott, meine andere Waffe, meine andere Waffe. Komm schon, komm schon. Oh, schon wieder. Oh, jetzt bewegt er sich oder was? Mann, ey. Cool, das muss ich mal ausprobieren, ja. Explosive Bouncing Betty, okay. Ja. Wenn ich mal irgendwas finde, wo ich die draufwerfen kann, dann. Hier, bei mir. Warte. Wo stehst du? Hier, da wo geschossen wird. Oh, hallo. Ja, bitte. Danke, weil ich nicht darf. Ah, achso, das sind solche Dinger, die dann in die Luft fliegen und sich in mehrere aufteilen. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Hier drin irgendwas? Was hier die ganze Zeit rumschießt oder so? Wahrscheinlich, ja. Ne, oben auf dem Dach. Oben auf dem. Ah. Oh mein Gott. Der hat keinen Kopf mehr. Der hat seinen Kopf verloren. Hey, ein Sniper, deine Shotgun. Müll? Und ja, wahrscheinlich eine bestimmt Shotgun ziemlich gute Shotgun, wenn jemand auf Shotgun spielt, ja. Ja, dann nehme ich sie mit. Und verkauf sie. War hier nicht irgendwo. Achso, haben wir die Quest überhaupt schon? Hier war doch irgendwas am Tag. Ah ja, hier. Also die Quest haben wir noch nicht, okay. Super! Damit habe ich nicht gerechnet! Hier ist nochmal. What the fuck? Ich wollte den Schrank aufmachen, was war das? Der war schon offen, ne? Nein, der linke Schrank, der links daneben. Was ist das? Achso, willst du die nehmen? Kann ich raustoppen. Fein. Sieh mal die an. Feuerwaffe. Ja, keine Ahnung, ich habe hier gerade geguckt, was das da ist. Ich werde ständig stärker. Ich habe ja nämlich noch einen dritten Waffenslot und deswegen wollte ich die hier mal vielleicht mitnehmen und gucken. Wow, die hat ja aber mal viel Zoom. Ja, viel Zoom, Zoom. Ach, ja. Yay, neue Mission. Können wir mal kurz gucken, ja, was hier noch rumliegt. Und wir haben noch die andere Quest hier. Was ist das hier? Rax töten? Okay. Ja, und irgendwie hier diese Turbine aktivieren, weswegen wir eigentlich hierher gekommen sind. Boah, irgendwas uns töten wollte. Ich glaube, das ist hier oben. Ja, ja, genau. Hier ist auch einer. Rum. Ups. Ziemlich ungewohnt, dass man das Ding mit der Maus steuert. Dass er eigentlich nur vorwärts und rückwärts fährt und der Rest ist ja über die Maus. Echt seltsam. Yay! Ja, dann machen sie nochmal eine andere Quest dann, weil ich jetzt nicht weiß, wo ich hin muss. Zu den Racks.
Axt da vorn. Geradeaus. Da sind sie. Ah! Auto ist fast kaputt. Ja, weil ich durch die Leute fahren würde, ich fahre mal. Yay, yeah, yeah, Treffer. Gut, dann guck mal schnell nach, wo wir hin müssen oder. Alles abliefern. Achso, wir sind ja schon richtig bei dem. Ja, gut. Dann liefern wir aber ab. Yeah. So, wir bekommen 112er Schild mit extremer Feuerresistenz. Ah, hilfreich. Wenn du eine Behandlung brauchst, was gibt's hier? Immer rein spaziert. Hm, warum kriegst du bessere Schilder als ich? Weil ich habe einen 83er bekommen. keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ist sowieso schlechter als der, den wir haben. Echt? Ich habe vorhin auch nur einen 83er bekommen. Ich habe einen 127er, okay. Ja. Vielleicht, weil ich Range bin, dass ich weniger Life habe? Wie viel Life hast du? 50. Okay, ich auch. Also zählt das nicht. Yep. Haben wir noch eine Quest offen? Nein. Ah doch, es waren neue Quests da. Ah, im schwarzen Dreck oder wie? Ja. Na, dann müssen wir nochmal ganz zurück. Na, zum Glück sind die Wege ein bisschen weit. Mit dem Auto, ja. Ja, dann mit überhöhter Geschwindigkeit fährt. Ja, in der 30er-Zone. Mhm. Aber die Quest kann man noch annehmen und dann würde ich sagen, machen wir wieder einen Partwechsel. Oh. Machen wir. Oi. Ach, Level 15, Level 12. Das hier ist Level 10. Ja, ich würde sagen, das brauchen wir dann echt beim nächsten Mal, so wie es aussieht. Ja. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wow. Okay. Euer ziemlich grimmig aussehender Peter Pond. Regt euch ab, ja? Und Flap Trap sagt auch Tschüss. Tschüss. Okay.